Weiter geht's bei Wuselgusel mit einem echt leckeren Thema. Obst und Gemüse. Aber was ist eigentlich der Unterschied? Ist eine Tomate Obst oder Gemüse? Und ist eine Erdbeere wirklich eine Beere? Das und mehr erfahrt ihr jetzt. Oh, lecker. Wusel, sag mal, ist das alles für mich? Das Tolle an Obst ist ja, dass es nicht nur sehr lecker schmeckt und süß, sondern es ist auch gesund. Ach, Bini, hast du zufällig mein Obst? Ach, da ist ja mein Obst und mein Gemüse. Sag mal, hast du was von dem Obst gegessen? Mm-mm. Das wäre nämlich überhaupt nicht gut. Ich habe es nämlich mit meinem Obst- und Gemüseoptimierer 3001 bestrahlt. Weißt du, was dann damit passiert? Mm-mm. Das Obst wird riesengroß. Die Himbeeren zum Beispiel, die magst du doch so, oder? Mm-hmm. Hast du eine Ahnung, wie groß die werden? Mm-mm. Die werden so groß wie Tennisbälle. Boah. Und weißt du, was mal richtig nett wäre, wenn du wenigstens mal Hallo sagen würdest? Wusste ich doch. Die Himbeeren. Um gesund zu bleiben, sollten wir täglich Obst und Gemüse essen. Aber was genau ist eigentlich Obst und was ist Gemüse? Man könnte sagen, Obst essen wir meistens roh und Gemüse gekocht. Oder Obst ist süß und Gemüse nicht. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn Paprika und Gurken essen wir zum Beispiel auch roh, obwohl es Gemüsesorten sind. Zunächst einmal meinen wir mit dem Begriff Obst immer die Früchte einer Pflanze. Ist die Blüte befruchtet und verblüht, bildet sich aus ihr die Frucht, in der die Samen verpackt sind. Aus denen können dann neue Pflanzen wachsen. Gemüse nennen wir dagegen alle möglichen essbaren Pflanzenteile. Meistens essen wir die Vorratskammern der Pflanzen, in denen viele Nährstoffe gespeichert sind. Das sind zum Beispiel ihre Knollen wie Kartoffeln, Karotten oder Radieschen. Aber auch die Blätter können wir essen, wie zum Beispiel Spinat. Und sogar die Blüten, etwa Artischocken oder Brokkoli. Es gibt aber noch eine andere Unterscheidung. Zum Obst zählt man die Früchte von Bäumen oder Pflanzen, die mehrere Jahre leben, also immer wieder blühen und neue Früchte bilden. Äpfel zum Beispiel wachsen jedes Jahr wieder am gleichen Baum. Gemüse dagegen stammt von einjährigen Pflanzen. Man muss sie jedes Jahr neu pflanzen, um ernten zu können. Was aber ist zum Beispiel ein Kürbis oder eine Tomate? Da isst man die Früchte der Pflanze, dann wäre es Obst. Aber es sind einjährige Pflanzen, also doch Gemüse? Für diese Sorten gibt es eine extra Kategorie, Fruchtgemüse. So einfach ist die Unterscheidung also nicht, aber gesund sind sie alle. Bini hat es tatsächlich geschafft, meine Riesenhimbeeren zu verdrücken. Ich kann keine Himbeeren mehr sehen. Mein Magen fühlt sich an wie mit Beton ausgefüllt. Wusel, sag mal, fühlst du dich auch manchmal von Obst verfolgt? Das ist wohl eine Nebenwirkung von meinen bestrahlten Himbeeren. Bini, ist doch gut. Alles ist fein. Ja, ja, alles wird wieder gut. Wusel, ich bin nicht verrückt. Guck mal da. Oh, der Obst- und Gemüseoptimierer funktioniert besser, als ich dachte. Birnen gehören übrigens genau wie Äpfel zur Familie der Rosengewächse. Einige Birnbaumarten haben sogar Dornen. Also du musst dir keine Sorgen wegen dieser Riesenbirne machen, Beni. Wenn überhaupt, musst du dir Sorgen wegen diesem Apfel machen. Hä? Oh. Vielleicht will er ja einfach nur unser Freund sein. Meinst du? Wusel, oder vielleicht will er nur unser Feind sein. Ananas, Aprikosen, Bananen, Melonen. Wo kauft ihr das Obst für euren Obstsalat? Klar, im Supermarkt. Aber ohne die Sorten aus anderen Ländern sähe es in unseren Obstregalen ganz schön leer aus. Bei vielen Sorten wissen die meisten bestimmt nicht, wo die eigentlich genau herkommen. Pfirsiche und Mandarinen kommen ursprünglich aus China. Bananen aus dem südlichen Asien, Melonen aus Afrika, Oliven und Feigen aus dem Mittelmeerraum und die Ananas aus Südamerika. Diese Sorten würden in unserem Klima nicht ordentlich wachsen, weil es auch ganz schön kalt werden kann. Sie müssen also von weit her zu uns nach Deutschland transportiert werden.
Um die lange Reise zu überstehen und nicht matschig bei uns im Supermarkt anzukommen, wird das Obst geerntet, bevor es überhaupt reif ist. Dadurch hat es aber auch weniger Nährstoffe und Vitamine. Die langen Lieferwege sind aber nicht nur schlecht für das Obst. Beim Transport werden von den großen Schiffen, Lastwagen und Flugzeugen viele Abgase in die Luft geblasen, die der Umwelt schaden. Ihr solltet euch also überlegen, ob es gut ist, im Winter Erdbeeren aus Mexiko zu essen, wenn sie doch im Frühjahr bei uns um die Ecke wachsen. Am besten ist es ohnehin, Obst dann zu essen, wenn es hierzulande reif ist. Schließlich gibt es zu jeder Jahreszeit tolle Sorten aus Deutschland. Kirschen im Sommer und Äpfel im Herbst. Die sind dann frisch und hatten einen kurzen Weg zu euch. Wusel hat ein Obstmonster erschaffen und das hat uns mit diesen Ranken hier gefesselt. Ob es uns wohl fressen will? Herzlich willkommen bei Obst, Obst, Obst und Gemüse. Der Quizshow rund um Obst, Obst, Obst und Gemüse. Es ist ein fruchtiges Quizmonster. Gebt es auf, Ranken sind unverwüstlich. Um sich zu befreien, müssen sie erst das Quiz gewinnen. Okay, das schaffen wir. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Der Gewinner bekommt die Freiheit. Der Verlierer wird als lebende Obstschale unter die Decke gehängt. Frage 1. Die Erdbeeren sind botanisch gesehen gar keine Beeren, sondern... Nüsse! Nee, die Erdbeere ist eine Sammelnussfrucht. Ihre Früchte sind eigentlich die kleinen hellen Nüsschen außen am roten Fruchtfleisch. Richtig, 1-0 für den Herrn mit den vielen Karos. Ich habe mich nämlich auch auf die Sendung vorbereitet, Wusel. Angeber. Gar nicht. Ruhe, zweite Frage. Welche Farbe hat eine Blaubeere? Blau. Richtig, Punkt für den freundlichen Wusel mit dem Loch im Ohr. Das war unfair, die Frage war viel leichter. Letzte und entscheidende Frage. Wer sie beantworten kann, erhält die Freiheit. Was machen Sie, wenn Sie ein leckeres Stück Obst sehen? Einpflanzen. Falsch, Beni? Ja. Ach, was soll's. Ich esse es auf. Obst ist nun mal total lecker. Aufessen? Meine Brüder und Schwestern und Tanten und Onkel und Cousinen? Oh. Naja, ich finde Obst eben sehr lecker. Du würdest also in mich reinbeißen? Also jetzt, wo wir uns näher kennengelernt haben, natürlich nicht. Komisch, je besser ich dich kennenlerne, desto größer ist mein Wunsch, dich aufzuessen. Obst und Gemüse ist so gesund für uns, weil es voller Fitmacher wie Vitamine und Mineralstoffe steckt. Diese stärken unseren Körper, schützen uns vor Krankheiten und machen uns leistungsfähiger. Aber welches Obst sollten wir eigentlich essen und wie viel davon ist gut für uns? Die meisten guten Stoffe stecken in Obst und Gemüse, das frisch ist. Also solches, das gerade Saison und keine lange Reise hinter sich hat. Auch isst man Gemüse und Obst, sofern man die Sorte roh essen kann, lieber ungekocht. Vitamine mögen nämlich keine Hitze und gehen beim Kochen verloren. Um möglichst viele verschiedene Vitamine aufzunehmen, sollten wir auch viel verschiedenes Obst und Gemüse essen. Und möglichst bunt. In jeder Farbe stecken andere gute Stoffe. Eine Empfehlung ist, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. Das ist ganz schön viel, denkst du jetzt vielleicht. Aber schon ein Apfel oder auch ein Glas ungesüßter Saft zählen als eine Portion. Wenn ihr einen Mixer oder einen Pürierstab zu Hause habt, könnt ihr leckere Obstsorten mit etwas Wasser oder Saft zu einem Smoothie mixen. Und schwupps, habt ihr mit ein paar Schlückchen schon eine ganze Menge Vitamine beisammen. Du findest es also in Ordnung, Obst einfach aufzuessen? Ja, eigentlich schon. Tja, leider bekomme ich jetzt gerade Hunger. Aber keine Angst, ich werde dich nicht fressen. Oh, danke. Du hast meine Freunde gefressen, dafür werde ich jetzt deinen Freund fressen. Was? Wusel? Kommt überhaupt nicht in Frage. Wo ist der überhaupt? So ein Feigling, er ist geflohen. Geflohen? Haha, hier bin ich. So, Quizfrage für dich. Was ist bunt und schmeckt nach Kirsche, Banane, Apfel und Melone? Was? Obstsalat. Yippie-yay, Apfelbacke. Danke, Wusel. Tja,
Zum Glück hatte der Obst- und Gemüseoptimierer 3001 einen Rückstrahler. Sowas sollte ich öfter in meine Erfindungen einbauen. Allerdings. Obst ist gesund und man sollte möglichst viel davon essen. Und keinem Obst und keinem Gemüse tut es weh, wenn man reinbeißt. Aua! Aua, lass mich wieder raus! Bis zum nächsten Mal. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist wieder Zeit, eine eurer Fragen zu beantworten. Finn fragt, Wusel, magst du lieber Pommes mit Mayo oder Ketchup? Oder beides? Natürlich beides. Und dann noch ganz viel Chili-Soße drauf. Und auf die Chili-Soße extra scharfe Chili-Schoten. Und auf die Chili-Schoten kommt am Ende noch ganz viel Pfeffer. Schmeckt toll und niemand futtert einem was davon weg. Ich nenne es ja auch gerne Pommes-Nitroglycerin, weil man nach dem Essen kurz vorm Explodieren ist. Oh, ich hatte erst heute Mittag scharfe Pommes und jetzt brummelt mein Magen etwas. Oh, ich muss auch gleich mal ganz dringend weg. Ihr könnt euch ja noch ein Video angucken. Ja, hier. Los, entscheidet euch bitte ganz schnell. Bitte. Ich muss nämlich ganz dringend mal wohin. Entscheidet euch. Bitte. Ich geh schon mal vor.